Oberfläche das Nass. Du warst schon immer das Neue, du es soll wahr sein. Wir stehen uns. Das soll sie sein? Ja, ne? Du kannst uns was hören, doch du vergisst. Oh nein. Das passiert jetzt immer. Bist du da? Du hast uns in deinen Verordnungen erlaubt. Du darfst nicht sehen. Du darfst nicht. Die Namen des Geräusches. Wir haben jetzt so wie der Bruder. Das Ei bricht auf und die Wahrheit aus mir heraus. Und du bist Heimat. Du erinnerst uns an uns zu Hause. Du hast deinen Scheck mitgenommen, alle Haare aufessen, alles davon. Und zu der konzeptuellen Realität hinter dieser Realität musst du dir wünschen, dass diese Wellen dich fortzerren. Nach dem Leben Zeit für Blaus. Das geht. Wer ist? Bin ich confused, sie haben es geschafft, aber wir sind trotzdem. Okay, ich glaube. Hatte ich Copyright-Musik ausgestellt? Kann sein. Dann wäre hier, glaube ich, Copyright-Musik. Aber. Hä? Wie kommt das so plötzlich das Ende? Was? Warum ist. Was ist denn mit den. Was ist das? Hä? Da, sind das nicht die Credits? Ist das eine Verarsche? Was geschieht hier? Ich habe gar keine Ahnung. Ich kann doch gar kein Fazit geben, weil. Ich glaube, wir sind nicht am Ende. Das ist eine Verarsche, oder? Film war wohl leer. Konnten mehr, nicht mehr Content dazu geben. Keine Ahnung. Was ist das denn hier? Hä? Ich verstehe jetzt die Story nicht. Sie haben etwas vergessen. Federal Bureau of Control, wie kann ich helfen? Diese Berichte müssen getippt und dem Management vorgelegt werden. Gleich morgen früh. Die Behörde ist die Beste darin, gewöhnliche Amerikaner vor fremden Bedrohungen zu schützen. Da ist die Neue. Steht den ganzen Tag herum und träumt mit offenen Augen, wenn sie arbeiten sollte. Für wen hält sie sich denn? Den Direktor? Ah, wir können es entscheiden, oder was? Was heißt das denn eher alles? Okay, drei Missionen haben wir. Wer sind wir? Das kennt ihr die Formular. Wir bringen die Post. Warum haben Sie bloß Ihren Job noch? Zu spät, Entschuldigung. Okay. Die Post. Das ist alles. Ich helfe gerne. Ist das Vergangenheit oder? Hey, ich verstehe gar nichts mehr. Sie können gehen. Danke für die Chance. Zeit ist Geld. Sofort. Mach ich. Schön. Und jetzt raus. Vergangenheit oder ich? Sagen Sie, wenn Sie noch was brauchen. Auf jeden Fall ist es ganz schön mies hier. Ach, da geht die Leistung aus. Ich sehe es gerade erst. Nicht zu Kopf steigen lassen. Okay. Sehr gerne. Das ist hier so eine Aushilfssekretärin oder sowas. Alter. Gar nicht gut. Wir bringen die Post. Haben wir gemacht. Sie sind zu spät. Tut mir echt leid. Ich bin nein, er ist nicht da. Oh, das ist doch sie. Heute nicht. Ah, die kennen wir doch. Ja. Was ist das hier? Ich tue mein Bestes. Okay, Tassen. Ach, räumen die Kaffeetassen auf. Wir haben noch vergessen. Zu spät, Entschuldigung. Ach, hier ist noch mehr Post. Alter, halt das sie auch auf. Ich habe nichts mehr für Sie. Danke. Vielen Dank. Wer ist das? Ist alles leer? Wer ist das? Das Donnerlied verzerrt dich. Okay.
Nein, nicht wieder. Sie sind zu spät. Ich richte es. Hä? Ich streng mich an. Was ist das denn? Muss ich denn das nochmal machen? Bilde dir bloß nichts darauf ein. Alles für die Behörde. Was ist mit dem denn? Sie können gehen. Kein Problem. Wir sind alle schön. Voll. Jetzt raus hier. Danke für die Chance. Bah, so zombiesmäßig aus. So voll gelähmt. Ich habe nichts mehr für Sie. Ich helfe gerne weiter. Ciao. Das wiederholt sich und wiederholt sich das immer. Das ist alles. Danke. Vielen Dank. Wir dürfen hier nicht mehr hinkommen. Nein, er ist nicht da. Nein, heute nicht. Er muss ein Forschungsprojekt tun. Ich bin streng geheilt. Streng vertraut. Ja, stimmt, oder? Haben Sie gesehen, wie er auf der Weihnachtsfeier Karaoke gesungen hat? Oh, Trauma. Kann man nicht auf mehr drücken? Du musst doch nicht mal auf 1 machen. Kannst du mehrere rausdrucken. Wenn du da was einstellst. Kapiert die was gar nicht. Sie bringen die Post schon wieder. Was ist denn das? Wieso fehlt sich das denn alles wieder? Ich kann sonst nichts anderes machen, außer... Verarschen muss irgendwas hier machen. Alter. Was passiert da? Oh, es geht schneller. Nein, er ist nicht da. Nein, heute nicht. Er ist langsamer, der. Ja, streng geheim. Streng vertraulich. Ja, stimmt, oder? Ich weiß auch nicht, was ich ausschließen muss. Warte mal. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Bist du sicher, dass du dich nicht verirrt hast? Vielleicht findest du dich im Büro des Direktors. Büro des Direktors. Wie kommen wir hier? Nicht jetzt. Ich bin beschäftigt. Was ist denn? Sorry, tut mir leid. Was ist denn der Direktor? Ist noch ein Tipp? Büro des Direktors geht nicht. Oh, die beiden. Wie komme ich hier wieder raus? Was ist mit dem? Jetzt auch, wo der ist. Habe ich gesehen. Oder kommt das jetzt mal später? So. Ah. Oh, super. Ich habe schon auf die Post gewartet.
Ich habe schon auf die Post gewartet. Bitte nehmen Sie auch den Postausgang mit. Vielen Dank. Okay. Warte. Was ist los? Ich will das nicht. Nein, das bin ich nicht. Ich kann nicht. Was? Was geschieht denn hier? Ich verstehe gar nichts mehr. Wo ist sie denn da? Wann war das? Ich habe etwas vergessen. Ich kann nicht denken. Was mache ich? Hey, da habe ich nichts falsch gemacht. Du, ich kann nichts fühlen. Ich will hier nicht alleine sein. Hab ich das falsch gemacht? Ich, was ist das? Warum hört das nicht auf? Wach auf, bitte. Ich will nach Hause. Das ist alles. Ich habe nichts mehr für Sie. Müssen wir nochmal zum Hausmeister, oder? Schön. Jetzt raus hier. Sie können gehen. Oh mein Gott. Das sehe ich jetzt erst. Warum haben Sie bloß Ihren Job noch? Es gibt einfach keine guten Hilfskräfte mehr. Das ist alles. Die Hälfte der Leute sind einfach so komische Monster. Ich habe nichts mehr für Sie. Machen Sie Ihren Job. Guck mal da. Weiß ich denn nicht, wie gefährlich der alte Direktor ist? Er ist unberechenbar. Was geschieht denn? Versuche es weiter. Du kommst immer näher. Ich muss reingehen. Und in Bewegung. Ich muss handeln. Ich habe einen Plan. Ich bringe den Dia-Projektor zur Nostalgieabteilung. Ich schalte ihn an. Von der Seko. Lasse das Zischen herein. Ich bringe das in Ordnung. Oh oh. Ich lasse sie nicht gewinnen. So ist das passiert. Das Zischen erwischte Trench als ersten. Er schaltete den Projektor ein. Ließ sie rein. Ich darf das nicht vergessen. Das Zischen. Das Zischen ist der Feind. Bohrt sich rein. Ich bin hier gefangen. Es übernimmt die Kontrolle. Ich muss ins Büro vom Trench. Ich will das nicht mehr machen. Oh mein Gott. Ich werde kämpfen und einen Weg finden, es zu vertreiben. Ich habe gedacht, sie verfolgen mich jetzt. Willkommen zurück. Meine Assistentin ist eben gut. Du bist ein Wurm. Kriegst du die Zeit? Das Donnerlied verzerrt dich. Du bist ein Wurm. Kriegst du die Zeit? Das Donnerlied verzerrt dich. Glück kommt. Ich weiß, was ich tun muss. Ey, das ist psychisch. Krank das Spiel. Das ist mein Chaos. Ich muss es beseitigen. Ich, niemand sonst. Ich bin die Direktorin. Hey. Hallo, hier ist Dr. Caspar Darling. Ich habe eine vertrauliche Nachricht für den Direktor des Federal Bureau of Control. Ich habe traurige Neuigkeiten. Hadron ist tot.
Aber es war keine Quelle, sondern ein Katalysator. Verstehen Sie? Sie müssen in mein Büro. Das Endspiel. Es wird enthüllt. Was? Enthüllt? Finde Darlings Büro. Weiße Perlen, die gelb und rote scheinen. Der Spiegel dreht es herum und macht es richtig. Lass dein Inneres an der Tür. Das sind wir. Nur wir. Hier nicht. Da ist ein Mann. Der Darlingsbüro. Baby hier. Das Motel ist ein Ort der Macht, der Veränderung, der Durchreise. Es verbindet alles. Das ist ein Traum in meinem Kopf. Warum sollte es mich nicht an ein Ziel bringen? Ich habe schon längst abgeschaltet irgendwie. Ich weiß echt nicht, was ich davon halten soll. Was hast du jetzt gemacht? Oh hier. Oh. Wirklich? Diese Entwickler, ne? Wurde als erster vom Zischen befallen. Langsam über die Jahre hinweg. Sein Verlangen nach Kontrolle machte es nur schlimmer. Trench brachte den Projektor in die Nostalgieabteilung. Und damit hat er dem Zischen die Tür geöffnet.
Nachdem Hadron starb, wollte das Zischen auch mich kriegen. Aber ich bin stärker. Wir sind stärker. Sie warten. Sie werden versuchen, uns zu stoppen. Oh, es geht noch weiter. Fein umgeleitet. Oh Gott. Ach du heilige Scheiße. Meine Schwester hat sich gesagt. Und die ganze Welt traut. Dylan? Sie hat sich eingeredet, sie wäre wach. Ich war schon immer stumm. Ich wusste, ich musste ihren wieder. Ich weiß, er ist immer noch irgendwo da drin gefangen. Ich weiß es, weil es für mich auch so war. Wie das aussieht hier, ne? Fein, cool sieht es aus, aber Story ist verwirrend. Thank you.
Was ist das? Ich doch mal hoffen. Unser Weg ist wie gemacht. Noch? Tomate. Fuck mich alles ab hier. Ah, ich kann weiter, endlich. Oh. Nach Jahren.
schon. Komm schon. Dylan liegt im Koma. Ich weiß nicht, ob noch was von ihm übrig ist. Ob er je zurückfinden wird. Das Portal ist geschlossen. Aber das Zischen verbleibt im ältesten Haus. Und die Quarantäne kann nicht aufgehoben werden, solange noch eine Spur davon vorhanden ist. Ich arbeite mit der Geschäftsleitung an einer Lösung. Aber es liegt noch ein langer Weg vor uns. Ich bin die Direktorin des Federal Bureau of Control. Wir hängen da zusammen drin. Du und ich. Ah, okay. Das sieht aber jetzt wirklich nach Credits aus. Ohne Sound. Okay. Copyright, glaube ich. Ja, was ich zum Spiel sagen kann. Ja, also grafisch war es nicht schlecht. Die Features waren auch geil. Gameplay war auch geil. Die Story ist ein bisschen abgespaced, sagen wir es mal so. Abgespaced oder auch so. Ja. Also ich habe es nicht so richtig verstanden, die Story. Wir haben unseren Bruder befreit. Zum Schluss, dann, ja, hat was von Infamous, ne? Infamous Second Son, als ich damals bei der PlayStation gezockt hatte. Ich fand diese Echtzeit-Szene ein bisschen cringe, weil Echtzeit, also echte Aufnahmen mit normal, so Spielaufnahmen zusammen, ist ein bisschen komisch. Aber gut. Die Synchronisation im Deutschen war grottenschlecht. Also das war auf jeden Fall ein Kritikpunkt wert. Weil da war gar nichts. Nicht mal ein Wort Lippensynchron. Ich meine, klar, ich hätte auch auf Englisch machen können und deutsche Untertitel. Aber ich will ja auch die deutsche Verfassung hören. Und dass wir ja kein englisches Spiel haben. Das meiste ist ja immer auf Englisch. Wir hatten ja genug englische Spiele, wie zum Beispiel hier so Indie-Spiele, die auch englisch waren. Aber deutsche Synchro und Gurten schlecht. Hätte ich es von Anfang an so, hätte ich das gemacht. Aber war dann auch zu spät, als ich das ja geschickt hatte, hatte ich auch kein Böcke, das wie ein normales neu zu machen. Ja. Die Nebenquests, ja, wir hatten ein, zwei mitgenommen, weil die ja interessant waren. Ich finde das auch ein bisschen komisch, also versteht mich nicht falsch, aber so eine Mikrowelle. Ist doch, was ist daran gefährlich? Diese Mikrowelle, Mensch. Oder der Projektor, oh mein Gott. Jetzt habe ich es aber ausgesprochen. Ich finde es sehr cringe. Auch der Hausmeister ein bisschen cringe. Alter, das war richtig. Hat der auch komische Sachen gesagt hatte. Und da immer diese Leute, die ja rumgesprochen hatte. Diese komischen Geister da oben. Und diese. Ich habe das gerade nicht. Das im Kopf aber. Du bist ein Wurm. Ich verstehe dich. Du bist ein Wurm. Das ist irgendwie. Warum? Ich meine, es ist vielleicht dem Spieler so zu erklären, dass die auch so eine Psyche hat. Auf einem anderen Trip ist. Diese eine Szene, wo man da gerade, also eben. Da gearbeitet hatten, war was Abwechslungsreiches, aber irgendwie komisch. Keine Ahnung warum, was es uns sagen sollte. War das die früher, war das die oder war das die innerlich, ich weiß es nicht, die Aufgaben war, für die ganzen Leute macht
und nichts verdient hat. War das sowas oder? Ich verstehe es nicht. Also es ist mir ein ganzes Rätsel, das Spiel. Trotzdem fand ich das eigentlich ja, interessant. Interessant, mal was anderes. Ja, war halt ein kurzes Projekt. Ich glaube, als nächstes stände Prey, ist auch so, ja, nicht so ähnlich, aber ist hoffentlich ein Ticken besser. Ist, glaube ich, ein paar Jahre älter, oder? Ich meine nicht das ganz allererste, sondern das neue, 2017. Na, das wollte ich nämlich zocken. Ich lasse euch mal hier bei dem Quiz alleine. Ich weiß nicht, soll ich da Musik hinzufügen? Ich denke mal, ja. Also ich werde da auf jeden Fall Musik hinterlegen. Das ist so eintönig gerade. Genau wie das Spiel ein bisschen. Aber naja, ich will jetzt nicht so nur Kritik sagen. Ne? Es gibt auch Positives, wie so die Elemente, die eingebaut worden sind. Die, also dieses Schwebemechanik und. Das fand ich cool. Grafisch war es klar sehr gut. Aber Grafik ist ja nicht alles, ne? Dazu gehört eine gute Story, ein gutes Konzept oder so dahinter. Ich fand das ein bisschen so B-Movie-like, oder? Ich weiß es nicht. Also es ist jedermanns Geschmack, ne? Das sind die Übersetzer von spanischen Cast. Ja, die German Cast, guck mal da. Bitter, Gardner, Clemens Köring, Walter Bonhacker, Erich Redmann, Gertrude Thoma, Wolf, Carla, Natascha Slasten, Daniel Alexander, Cindy, Jan, Amborussa, Fernando und Zyna. Natuni, oder wie heißt. Okay. Music, ja. Ich glaube, die Quellen sind ja auch jetzt durch, ne? Take Control. Das war ein cooles Lied. Das war auf jeden Fall, habe ich gefeiert, das Lied. Auch die Szenen waren echt geil gemacht, auch mit den Wänden, die dann auf und zu gingen. Ach ja. Hat mir die eine. Okay, es war's. Das ist von 2019. Okay. Sondern zwei Jahre auf Buckel. Aber okay. Kommen halt nicht so momentan so die geilen Spiele raus, deswegen. Durch die Corona-Pandemie wird alles verschoben. Aber generell wird auch alles mal verschoben. Also es liegt nicht nur an die. Oh, wir haben was Neues an. Oh, die sehen aber schick aus. Oh. Wait. Da liegt ein Dokument. Wir sind jetzt die Direktoren, ne? Wo ist denn die Alte denn hin? Die Alte, ja. Ich meine, es ist nicht so böse, ne? Aber. Wo ist die Die Verurteilten. Das ist der Name des Films, an den ich dachte. Nicht wichtig, aber das ist er. Holla, die Waldfee. Wo sind wir denn hier reingeraten? Ach du Heilige. Da hat sich aber einer Mühe gegeben. Cool, die hat auch dieses Dreieck-Symbol als Stecknadel, das Fundament, neue Mission. Ich mit dem Rad. Das ist aber eine Mission danach, ne? Aber hey, warum machen wir denn das nicht vor den Credits? Direktorin Faden hat gute Arbeit geleistet, besonders wenn man bedenkt, wie neu sie ist. Vermutlich, aber die Behörde ist noch voller Sicherheit. Ja, sag ja, sind groß, ein bisschen. No. Kann man dran arbeiten. Gerade von der Haupt, ich weiß nicht, die Stimme finde ich ein bisschen komisch. So, ist ein Radio. Ich sammle mal ein paar Sachen ein, ne? Wundert mich nicht. Ich mache jetzt auch gleich Schluss. Ich will nur den Part nochmal voll bekommen. Oh, nein. Aber waren eigentlich kurz die Credits, oder? Ich meine, klar. Türken wahrscheinlich nicht so viele Leute dran.
komisch mit dem Rad. Vielleicht müssen wir das mal machen. Hast du das Waffenlager gefunden? Oh. Nein, wurde wohl verschoben. Die Ring. Sie haben also das Zischerportal oder wie man es nennen soll, geschlossen. Jetzt müssen wir nur die Nachzügler rauskriegen. Okay. Bis später. Sie wissen ja, wo ich bin. Das ist aber nicht der Rat. Der ratet nämlich nicht mich. Tisch. Nicht Tisch. Hast du gehört? Sie ist die neue Direktorin. Ich stehe heute neben euch. Ich gehe mal zu der alten. Direktorin hat Direktor. Abgeschaltet. Kein Problem. Wenn der Dia-Projektor ein Dia benötigt, um die Portale zu öffnen, was ist dann das Objekt der Macht? Die Dias oder der Projektor? Oder ist das ohnehin... Wir reden mal mit dir. Jesse, schön dich zu sehen. Wir halten Dylan in der Isolationszelle fest, wie du angeordnet hast. Mein medizinisches Personal führt gerade Tests durch. Und ich kann dir später die Details erläutern. Abgesehen davon, wie geht's weiter? Da der Dia-Projektor ausgeschaltet ist, kann kein Zischen mehr eindringen. Aber wir müssen mit denen fertig werden, die hier sind. Die Quarantäne kann erst aufgehoben werden, wenn sie komplett vernichtet wurde. Wenn das Zischen ausbricht, wäre alles verloren. Alle auszulöschen wird eine Weile dauern. Ich tue, was ich kann, aber meine Forschungen gehen langsamer voran, als ich es gerne hätte. Ich glaube, da kann ich helfen. Ich mache dich mit sofortiger Wirkung zur Forschungsleiterin. Verwende alles, was die Behörde zu bieten hat. Jede Ressource, jedes vertrauliche Datenfitzelchen, um einen Weg zu finden, das Zischen endgültig auszusperren. Das ist im Ernst? Ich meine, ja. Ja, ich kann sicher, ja, ich nehme an. Du machst das schon. Außerdem gibt es keine anderen Alternativen. Es ist mir eine Ehre, Jesse. Wirklich. Danke. Zu Quinn Stieber, oder? Hey. Wieso? Seid ihr immer noch im Pfeil? Erinnerst du dich an Tomasi, den Leiter der Kommunikation? Der Zischer, in den er verwandelt wurde, tauchte in der Isolation auf, beim Plattenspieler. Ich kümmere mich darum. Diesmal entkommt mir das Ding nicht. Ich hörte Berichte über seine spezielle Sprache und Betonung, wenn er die Geräusche des Zischens nachmachte. Die Unterschiede in Biologie und Verhalten zwischen vom Zischen befallenen Personen sind faszinierend. Ob ich diese Daten wohl kategorisieren könnte? Siehst mit den Gedanken schon wieder woanders. Mr. Tomasi. Die Behörde ruft. Bis später. Jawohl, Ma'am. Direktorin Faden. Waren das die ganzen Direktoren? Nicht mal im Spaß. Und dann das hier. Jetzt muss Angela Merkel hier einfach vorankommen. ja, ich würde sagen, das war's. Das war's mit dem Spiel. Und wir sehen uns in einem anderen Spiel. Hier ist Lynn Salvador, Leiter der Abteilung für Sicherheit. Ich gebe einfach meine Sicherheitsanweisung aufgrund des Vorfalls im April, also bei 21.8. Okay. Guck mal hier. Oh. Jukebox. Die legendäre Jukebox. Alles klar. Ach so, ne. So ein Minigame, lass mal das. Ich hab die Schnauze voll beim Spiel. Nein, Quatsch. Jetzt sind andere Spiele dran. Die können auch nicht mehr schweben. Was ist das? Das ist doch kacke. Ne, dann mag ich das Spiel nicht mehr. Nein, ich würde sagen, wir machen hier Schluss für das Spiel. Und falls ihr selber durchspielen wollt, könnt ihr hier auch
der Stelle auch spielen, wenn ihr wollt. Aber, naja. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in einem anderen Game. Also Play oder je nachdem, was ihr gerade einschaltet. Haut rein. Tschüss. Bis bald.